Seit 2008 spielt Robert Wolnikowski für die Offenbacher Kickers. Seitdem hat der Torhüter 162 Ligaspiele bestritten und ist damit Rekordhalter in der dritten Liga. Nicht nur deshalb ist er in Offenbach Publikumsliebling. Kurz vor dem DFB-Pokalspiel gegen Union Berlin hat der 35-Jährige seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängert. Stimmt, ja, genau. Ja, ich bin natürlich hier bei Kickers Offenbach sehr gerne und mir macht es richtig Spaß, hier für den Verein zu spielen und vor dem tollen Publikum zu spielen. Und deswegen war eigentlich ganz leicht für mich und deswegen habe ich auch verlängert und bin froh, dass ich hier noch bleiben darf. Knapp 12.200 Zuschauer sahen den 2:0-Sieg des OFC gegen Union Berlin, bei dem die Nummer 1 der Kickers, der auf dem Trikot die 28 trägt, zum 7. Mal in dieser Saison seinen Kasten sauber hielt. Ich dachte, es kommen vielleicht ein bisschen mehr, aber 12.000 ist auch ein guter Schnitt. Aber wir hoffen natürlich in der dritten Runde, dass wir ausverkauftes Stadion haben und ich denke mal, haben wir uns auch verdient dann. Einen Wunschgegner für die nächste Pokalrunde hat der gelernte Industriemechaniker nicht. Vielmehr denkt er bereits an das Derby am Samstag in Darmstadt. Ich habe ja schon direkt nach dem Spiel gesagt, mir ist eigentlich egal, wer kommt oder wenn wir jetzt als nächsten Gegner vor die Brust bekommen. Es ist wichtig, dass wir so weitermachen wie bis jetzt und das nächste Spiel ist jetzt am Samstag, also kurze Zeit für Regeneration und das ist natürlich auch gegen Darmstadt, ist ein Derby und da müssen wir natürlich Gas geben, so wie heute. Bei einer gewissen Anzahl an Spielen verlängert sich Wolnikowskis Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2015. Aktuell ist der OFC seit 13 Pflichtspielen in Folge ungeschlagen. Wir spielen oder wir denken Spiel für Spiel und heute war wichtig, dass wir weitergekommen sind. Am Samstag ist es wichtig, dass wir 3 Punkte holen und dann werden wir weitersehen, was passiert in der nächsten Zeit.